Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas von PlayerGaddon. In der heutigen Folge wird es darum gehen, denn um einen Go-Wipe-Angriff, aber das ist diesmal ein besonderer, da meine Packer jetzt auf 3 sind und die sehen schon richtig stylisch aus, so schwarz. Oh ja, geiler Packer. Ja, es wird so, diese Folge wird so ein Mischmasch aus Abonnentenbesuchen, naja, eigentlich nur zwei und ein Go-Wipe-Angriff. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Besuchen an, denn das Beste kommt zum Schluss. Ja, das war jetzt ein bisschen arschig von mir, aber nehmt es nicht zu ernst. Okay, den ersten, den wir besuchen werden, ist Yalcin aus Mad 3. Den sollte ich eigentlich schon in der letzten Folge besuchen, habe ich aber leider vergessen, es tut mir leid. Mad wird glaube ich nicht so geschrieben. Mad 3. Ja. Also, ja, schreibt mir bitte den Hashtag-Kürzel. Ich finde das nicht. Mad-Clowns sind es ganz bestimmt nicht. Da sind 3 drin, hat er gesagt. Dann werden wir es mal. Nein, dann auch nicht. Mad 3. Suche. Anzeigen. 3 Mitglieder sind da nur. Wenn wir ein bisschen nur runter machen. Oh, ich sehe es jetzt nicht wegen meinem Daumen, also kann ich nur schätzen. 5, 4, 3. Mad 3. Ja, was soll denn das? Ja, dann schreibt mir bitte in den Hashtag-Kürzel und das Video, denn ich kann nichts machen ohne Hashtag-Kürzel. Guck's dir an. Schreiben wir es nochmal groß. Mad 3. Suchen. Da kommt auch nichts. Ja, es tut mir leid, aber ich kann nichts machen ohne Hashtag-Kürzel. Da muss ich mir nochmal den Hashtag-Kürzel und das Video schreiben. Und dann kann ich dich besuchen. Der nächste, der besucht werden wollte, ist Super-Jojo. Superstar-Jojo. Da gab es einen Hashtag-Kürzel und zwar war der Hashtag C8JJQJC. Suchen. Das ist jetzt LOL. Das ist echt LOL, oder was soll das denn am Anfang darstellen? Weil, versuchen wir mal wieder meine Schrift zu entziffern. Hashtag. Was kann das C sein? Was kann das C sein? Ich glaube, ich werde mal kurz rausschneiden und nochmal nachgucken, wie es wirklich heißt. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück. Ja, ich habe es jetzt gefunden, und zwar war mein C ein L. Ja, das kann man auch leicht verwechseln. Da bist du, Superstar Jojo, Level 21 und Rathaus Level 4. Ja, zu diesem Basen kann ich nicht so viel sagen, denn du hast nicht so viel die Mauer und da hat man noch nicht so eine große Möglichkeit, etwas zu machen. Ich meine, die Elixiersammler sind auf Max. Ich glaube nicht, dass die höher gehen. Nein, ich habe ja auch einen neuen Account gestartet, der heißt Sherlock 360. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das höher geht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich glaube, die Truppen sind auch auf Max. Ja, nee, doch. Level 3 Truppen kriegt man erst ab Rathaus Level 6. Zumindest die Bogenschützen und die Barbaren. Ja, also. Sieht eigentlich relativ Max aus. Top Base. Ich würde die Mauern hochmachen, bevor man das Rathaus hochmacht. Aber es macht eigentlich keinen Unterschied. Denn ich meine, wenn man von 4 auf 5 geht, da sinkt ja der Loot nicht. Glaube ich zumindest. Und das war's auch mit den Besuchen. Ja, lieber Yalcin, schreib mir mal dann bitte unter dieses Video den Hashtag-Kürzel. Denn dann kann ich den Clan auch finden. Denn ohne Hashtag-Kürzel hat man ja gerade gesehen, wie viele 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Okay, ich würde sie übertreiben, Clans gibt. Und ich würde sagen, ich werde jetzt auch mit Go Wipe angreifen. Ich werde die Gegner so probieren, aber überspringen. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück. Ich glaube, den nehmen wir. Ich habe jetzt schon länger gesucht und ich habe echt keinen Bock mehr. Und der Loot ist... Ist nicht der faire Loot, den ich mir gesucht habe. Aber egal. Sinn der Taktik ist, dass man die Golems vorschickt. Mit den Magiern hinten aufräumt, sodass die Packers mitten durchlaufen. Das ist so eine Strategie für Meister. Ja, für Meister schätze ich mal, um auf Champion zu gehen. Ich würde mal sagen, Golem. Morgier. Jetzt die Mauerbrecher hinterher. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den fette Loot bekommen. Und jetzt setzen wir hier ein paar... Scheiße, alle Packers auf eine Seite. Verdammt, da müssen wir hier die Helden hinsetzen.
Das ist... Ah, Scheibenkleister, 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 Scheibenkleister. Ich habe vergessen, richtig die Wutzauber zu vergessen. Das ist richtig kacke gelaufen, Alter. Mann, 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 Mann. Setz dich nur in den Bogenschützen. Nein, nicht aufgeben. Wir wollen ja den fetten Loot haben. Setzen wir hier mal einen Wutzauber. Ah, die Bogenschützenkönige müssen wir zünden. Die war gerade down. Fast down. Mal gucken, wie ob wir ins Wildhaus kommen. Ich sollte aufhören, zu komisch zu sprechen. Aber ich mag den Akzent, ich mag den Akzent. So spreche ich auch immer im Englischunterricht ungefähr. Los, Pegas. Alter, die gehen richtig ab, ey. Wie lange die überleben? Ja, wie wär's, wenn man einen Tesla kaputt macht? Die machen immer das kaputt, was die nicht zerstört. Das ist die Logik der Pegas. Ach, Scheibenkleister. Ich hab vergessen, die Dings zu zünden. Den, Baba King. Baba King, sure. Los, mach doch Putz! Ah, komm, setz mir den Sprungzauber. Ich brauch den sowieso nicht. Boing. Den Sprungzauber werde ich, glaube ich, als letztes upgraden, da der mir... Ah, nein, voll in die Riesenbombe. Und das war auch das Todesurteil von der Queen. 81%, ja, ich würde sagen, jetzt in den Clan kriegen. Wenn wir mal wieder einen machen sollten, das stört mich auch in unseren Clan, dass wir schon so lange keinen Clan-Krieg mehr gemacht haben. Dann werde ich wahrscheinlich sehr erfolgreich sein. Erfolgreicher als zuvor mit den anderen Packers. Ah, man, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ja. Nein, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Egal, was man nicht alles für YouTube tut. Schweinewider oder Exambieder. Nein. Jetzt werden wir wieder Barge machen, um nachher zu farmen. Naja, ich habe heute echt keinen Bock auf Boost Farm, ey. Das kann ich auch wieder morgen machen. Oder übermorgen. Oder übermorgen. Ja. Wieder richtig viel Niveau hier. Ach ja, und nebenbei, ich wollte euch auch was sagen zu den 90 Abonnenten. Danke. Nein. Also, ein großes Dankeschön an 90 Abonnenten. Das ist richtig heavy. Bald haben wir die 100er Marke erreicht und dann wird es ein geiles 100 Abonnenten Special geben. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Und falls euch dieses Video hier gefallen hat, könnt ihr mir ruhig einen Daumen nach oben geben. Über ein Abo würde ich mich auch ziemlich freuen. Über Verbesserungsvorschläge in den Kommentaren immer wieder gerne. Schreibt es mir unten in die Description. Nein, nicht in die Description. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.